Das ist der Hintergrund, also die chinesische Handelsgiganten Pinduoduo. Der hat übrigens auch einen eigenen Shop, der aber halt, es handelt sich also nicht bei Temu um einen Fake-Shop, sondern um einen echten Online-Shop, bei dem Käufer echte Waren wie in einem Regal hat anbieten können. Aber das Ding ist halt eben, Temu ist so gesehen eine Tochterfirma von dem, ich spreche es vielleicht falsch aus, Pinduoduo Konzern, hat für den Westen zugeschnitten. Also eigentlich eine Oberfläche, falls ich es falsch verstanden oder was auch immer habe, bitte korrigieren Sie mich oder nehmen Sie was auf. Aber es ist halt so gesehen der gleiche Konzern mit einem anderen Gewand, der halt auch komplett Kackqualität liefert, aber halt der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, weil er das halt als Einzelimporteur, also einzeln importiert, die schicken ja die Ware einzeln. Daher geht es als Einzelimporteur und ist der Kunde dafür verantwortlich und nicht wie ja überall anders, naja, egal. Das ist so. Es ist. Man kann sagen, drehen, wenden, was man will. Ich glaube, die ganze Scheiße ist sogar legal, rechtlich gesehen. Aber die Produktion der ganzen, das ist, wenn das stimmt mit den Lagern, Umerziehungslagern, die dann da wirklich, dann ist dann, nee, das geht für mich nicht auf, aber man will ja immer günstiger haben. Also günstiger ist gut, beziehungsweise mehr, wie soll ich sagen, mehr Marge. Nee, nicht Marge, sondern sag mal, Konkurrenz ist gut, aber nicht zu Lasten der Gesundheit. Also irgendwann hört es dann auch auf. Ja, du kennst das Sprichwort, Geld kennt keine Emotionen. Ja. Und keine Moral. Ja. Das ist der Beweis dafür, das merkt man. Apropos Marge und Kinderarbeit und so. Onschuhe. Ja, für 19 und werden für 200 verkauft. Und die ganzen Dullis kaufen das noch. Du, es kaufen alle immer was. Also ich habe sie ja auch 2019. Du bist auch so ein Dulli. Aber mittlerweile, nee, ich habe da kein Geld mehr für sowas. Aber damals, Du musst aber noch unterscheiden. Das musst du noch unterscheiden in warum bin ich vergiftet? Egal. Da musst du wieder unterscheiden in zwei Sparten. Es gibt Onschuhe für Schweizer, die dürfen kein Schweizer Kreuz haben. Ne? Und dann gibt's. Das sind dann die vietnamesischen da, ne? Nee. Und dann gibt's die Onschuhe im Ausland, die dürfen Schweizer Kreuz haben. Weil in der Schweiz ist, glaube ich, so geregelt, dass der Hauptanteil der Produktion ein Schweizer, also nicht die Zeit, nicht die Arbeit, sondern das Geld. Also so gesehen, wenn ich sag's mal so, irgendein Produkt herstellen lasse aus Fernost und dann das zum Beispiel noch in der Montage habe oder so, dann hast du ja Arbeit reingesteckt. Dann könntest du, glaube ich, wenn das Ding über 50% in der Schweiz ist, genau. Aber wenn auch weniger. Ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall, ja. Da, wo ich gearbeitet habe, die ganzen Chip-Kontrollmaschinen Teile kamen aus China. Das ist normal. Das ist der einzige, fast ja. Ja, aber ein anderes. Thema. Und dann, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Einzelteile zusammengebaut. Mhm. Also nicht alles, Baugruppen kamen zu. Eigentlich habe ich Baugruppen miteinander verbunden und durfte das dann Made in Switzerland labeln. Ja, weil du einen höheren Lohn hast als die anderen und somit viel schneller halt das Ganze logischerweise dann zu Geld machen kannst. Also, ja. Es ist halt geldtechnisch geregelt und nicht arbeitszeittechnisch. Und das ist irgendwie auch so, naja. Aber es ist halt so. Fertig. Ja, das ist Regelwerk. Ich glaube, ja, ich habe jetzt alle Steinhäuser
umgebaut. Und habe ich jetzt eigentlich mal das Ding da hinten gebaut oder nicht? Oder? Doch, das habe ich auch fertig. Die Jagdhöhle ist ja auch fertig. Jo. Und ihr überhaupt? Macht ihr überhaupt? Ja, doch. Ja, hier sind schon zwei. Okay. Butzi, wo ist hier? Haha, lustig. Produktion nicht eingestellt. Was heißt das? Produktion nicht eingestellt. Die musst du selber einstellen. Du musst den Regel selber regeln auf das Item, was du machen willst. Und wie kann ich das? Details anzeigen? Schon. Ich check das noch nicht so ganz. Wo bist du jetzt drauf? Ich sag mal so, ich bin beim... Warum bin ich bei einem kleinen Haus? Hä? Ich bin bei der Jagdhütte. Ja, du hast ja noch den Auftrag gehabt, eine Jagdhütte zu bauen. Nee, ich bin jetzt im Ding ins... Ach, hier oben oder was? Ah, okay, alles klar. Ja, ich bin ein bisschen blöde. Hast du gecheckt? Sie. Ja, die Produktion. So, und gleich haben wir jetzt auch einen Hühnerstall. Da müssen wir nur noch Hühner kaufen. Leute, die auf die Hühner schauen, aber das ist viel später. Holzschuppen. So, Hühnerstall. Übrigens, wir haben jetzt 4 Holzschuppen. Wollen wir da für jeden Holzschuppen sich spezialisieren lassen? Der eine holt Stämme, der andere holt Stöcke, der dritte holt Brennholz und der vierte Bretter. Wir brauchen aktuell mehr Holzstämme. Okay. War nur so eine Frage. Ja, später können wir das machen, gerne. Und Kräuterhütte, was ist denn da? Kräuterhütte ist gar niemand da. Toll. Nein, da kann man Beeren sammeln und Kräuter herstellen und so weiter und so fort. Der wird dann auch wichtig später. Aber da haben wir aktuell keinen, der... Ja, ist null. Brunnen... Grabungsschuppen ist auch null. Ja. Wir Junge. Können keine Leute mehr reinholen. Meine Fresse, dann reiß dich am Riemen und... Nee, Spaß. Setzling rein, das rein. Das. Kannst du schlafen, oder? Ah, ja. Sicher. Kann ich. Ich gehe mal ins Doppelbett. Ich gehe in irgendein random Bett. Ja, ich auch. Mach die Tür auf, dann. Übrigens, wir haben so ein Riesenhaus hier. Da wohnt ja niemand drinnen, glaube ich. Jetzt haben wir 4 Jäger, ne? Perfekt. Und wie sieht's aus? Nahrung haben wir genug, Wasser haben wir genug, Holz haben wir so kritisch, aber okay. Ich gehe mal Wildschweine jagen. Was soll ich als nächstes machen? Ich habe jetzt alle Häuser auf Stein upgraded. Wohnhäuser. Du kannst anfangen, Beeren sammeln. Ganz viel Beeren sammeln. Die Stimmt. Beeren kannst da war du dann ja was. in den Komposter schmeißen. Habe ich das schon? Ich habe das gar nicht mehr hier auf dem Schirm. Nö, ich habe das nicht mehr. Ja, so. Ich fahre mich mal runter hier. Oh. Will wieder sitzen. Oh. Er hat's Wildschweine. Ich versuche mal da hinzukommen, ohne dass mich ein Bär gleich überrennt. Wolf auch nicht überrennt. Aber das wird interessant. Es sind nur 2 Wildschweine. Übrigens, wir haben eine Höhle.
direkt vor der Hütte. Mhm. Da können wir aber nicht hin, weil da zwei Bären sind. Ja, ja, die haben mich dann angegriffen, glaube ich. Das war so. Jo. Ja, habe ich immer mitgeteilt, ja, mein Mann hatte 10 Jahre im Haus gebaut. Nee, das war ich. Das ist auch ein großes Nee, oder? Ah, hier ist nur ein Luchs. Einfaches Haus. Können wir nur einfache Häuser bauen oder ist das total kacke? Ich hier. Das ist total kacke. Okay, wir haben 2 einfache Häuser. Okay. Einfaches Haus, ja. Das können wir bauen. Dann bald können wir Haus bauen. Dann geht's richtig los. Nee, noch mehr, noch größer oder was? Ja. Noch besser. Nee, aber ein Haus und ein einfaches Haus. Das können ja nicht mehr Leute reinziehen. Da können ja nicht mehr Leute reinziehen. Das ist ja doof. Was ist da? Ist da besser? Nichts, oder? Nur, dass es größer ist und mehr Platz einnimmt, oder was? Was soll ich jetzt noch tun? Soll ich hier irgendwas verbessern? Irgendwas machen? Irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, sammle Bären. Achso, stimmt, da war ja was. So. Ich habe jetzt 3 Wildschweine erjagt. Braucht's. Was ist das? Ein Bilsenkraut? Brauchst du das auch? Ich bin jetzt einfach ein Staubsauger, ne? Ich sammle einfach alles ein. Ja, perfekt, weil dann levelst du auch. Und einfach Beeren in den Komposter schmeißen. Und dann können wir theoretisch, wenn wir alles soweit haben, können wir die Jahreszeit dann skippen. Um den Herbst einzuläuten. Weil jetzt, wenn wir 7 Tage haben, das ist ja entspannt. Und wenn wir dann merken, wir haben alles erledigt bis dahin, dann könnten wir ja dann skippen. Gesehen. Sagen, okay, komm, jetzt ist Sommer vorbei. Na so, ah. Ja. Boah. Gut, jetzt haben wir aktuell nichts mehr zu tun, ne? Also ich, außer, ja gut, also jetzt bautechnisch, ne? Ja, bautechnisch wird es jetzt halt so sein. Kriegen wir hier irgendwie eine Münzprägerei rein oder sowas in der Art? Dass wir eben nicht, gut, irgendwann... Ah, du könntest mit mir dann... Oh, oh. Was greift mich jetzt an? Dann fragt es der Falsche. Hat sich wie eine Kuh angehört, so mit Magenverstimmung. Okay. Du könntest eigentlich danach mit mir in die Höhle gehen und ein bisschen abbauen. Oh. Stimmt, du Werkzeuge bezüglich, ne? Hast du da schon. Ja, ja, der Typ macht fleißig Kupferhammer und Kupferäxte und so. Oh, kann man da einen mitnehmen? Ich denke schon, das sollte. Weil das Gute ist, auch unsere Dorfbewohner haben viel weniger Verschleiß dadurch. Das heißt, der produziert im Überfluss aktuell das Zeugs, denke ich. Holz, Kupferaxt, eine. Kupferhammer, eine. Boah. Eine Näherei könntest du bauen. Eine Näherei. Hey, die Kupferaxt gibt ja 260 Stück. Also Kohle, meine ich. Ja. Könntest eigentlich, wenn du nicht mehr Beeren sammelst, dann eine Näherei bauen. Das wird dann interessant für Kleider. Das stimmt. Möbel. Nehmen wir nicht mal Möbel, das ist auf meiner Zäune, das ist bei Gebäude wahrscheinlich irgendwas. Bei Überleben, nein. Gebäude bei Tierhaltung, ne? Ach, hier. Hier alles schon? Ne, Küche. Jetzt kann ich das abliefern.
Was war das? Ach. Ach so, da geht's gar nicht. Ich bin ja doof. Ja, toll. Da brauchen wir wieder Steine hier. Gibt ja so viele Steine hier rumliegen, ne? Das ist immer wieder gut. Oh, ich sehe gerade auf die Zeit. Ups. Sauerei. Ach, und Hammer ist auch gleich am Arsch gegangen. Ja. Du bist schon Mitternacht, ne? Also beziehungsweise gewesen. Oh. Nur mal so am Rande erwähnt. Oldstämme 8. Oh, okay, wo stimmt hin? Ja, gut. Holz, 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 Holzstamm. Hier, so. Rote Beete. Okay, okay. Wieder rote Beete? Oder haben wir das schon mal gehabt? Ja, das war die Quest, die wir noch gar nicht machen können. Technologie. Oh, auch der Stöcke hier. Also alles super duper hier. Ah. Ja, Herr Werde Gesangsverein. Ja. Das Lagerfeuer, das wollte ich. Mm. Oh, geil. Und so. Stöcke und Stroh. Stroh, Stroh, Stroh und Stock. Stroh und Stock, Stroh, Stock, Stroh, Stock. Strohstöcke! Das nennt man Fackel. Also glaube ich. Hund, knapp 200 Stöcke mittlerweile. Ey, echt cool. Stroh sammelt, glaube ich, niemand, ne? Müssen wir selbst sammeln. Könnte gut sein. Ja. Müssen wir selber sammeln. Ja, das hat mich jetzt schon... Warum? Achso, ich habe Stöcke mitgehen lassen. Ja, ich bin auch selbst doof. Ich brauche aber Holzstämme. Stroh und Holzstämme. Meine Fresse, da ist man ja total weg vom Fenster hier. So viel Material, was man braucht, ja. Holzstämme und Stroh. Ich tue unserem Dorf jetzt was Gutes, dass es einen Versammlungsplatz gibt. Ich dachte, du willst schon einen Pub eröffnen und Dürren anziehen hier. Das wäre was Gutes. Oh, warte mal, Taverne. Die Schenke, oh Gott. Produkte, Technologieproduktion 10.000. Wie weit sind wir? Null. 100. Oder? Ach, passt. Häng noch ein paar Nullen dran, ist eh scheißegal. Oder? Wir müssen einfach so, weißt du, so Sachen selber craften, dann läuft das schon. Meine Fresse gerade. Weißt du, solche Sachen wie Holzbesteck oder Äxte oder Kochen oder Bretter und so weiter und so. Jeden Busch, den ich hier sehe, der wurde irgendwie schon abgegrast. Übrigens. Ja, das war ich. Da geht gar nichts mehr. Ich war die tollwütige. Oh, schwuppsiwupps. Näherei kommt, ne? Du hast immer wieder die gleichen selben Phrasen, dass du
farbenblind bist. Wir wissen das. Aber nach zwei Minuten gefühlt schon wieder der Rest geben. Das sind die NPCs. Es gibt ein anderes Spiel, das heißt Skyrim, Skyrim oder wie auch immer man es nennen darf. Das hat wenigstens noch ein paar, je nachdem. Ja, mehrere Sätze, aber in fünf Minuten schon wieder. In ein paar Sekunden schon wieder der nächste ist ja irgendwie auch doof. So, eine Reise abgeschlossen. Was kann man hier machen? Nichts. Wir müssen ein Schema kaufen. Soll ich ein Leingewebe das Schema kaufen? Macht irgendwie Sinn. Oh mein Gott. Zuerst brauchen wir Leinen, den Garten da, die Dingens. Leinengewebe. Leinengarn. Ja, genau. Und wie macht man das? Gewebe draus machen. Wie so, macht man den Kack? Mit Flachs. Ah, du meinst kaufen? Nee, wie macht man jetzt Leinengarn her? Aus Flachs. Ach, hier. Ach, ich bin ja blöde. Leinengarn. Dann nehme ich aber das, ne? Dann kaufe ich das Schema. Macht ja Sinn. So. Und wo kann man jetzt Flachs herholen? Den kann man erst. Da müssen wir anbauen. Den kann man erst im Frühling anbauen. Ach, an. Aber dafür kann man ihn im Sommer schon wieder ernten. Okay, das kann man also nicht irgendwie. Okay, verstanden. Ich habe auf jeden Fall gekauft, ne? Also. Perfekt. Das kann super. Jetzt irgendjemand herstellen. Ich stelle gerade 80 Brennholz her. Und das Leingewebe habe ich auch gleich gekauft. Kann man wenigstens mal. Nice. Aus dem Gewebe dann Dingens bauen und. Das Schneider muss dann selber gucken, wie er hinkommt. Dann braucht man jetzt Technologie. Ja. Nee, da ist sogar was zum Kaufen. Strohhut muss man kaufen. Braucht aber alles Leingewebe. Ein Sack kann ich auch aus Leder, okay. Und Leder ist dann ja wieder was anderes. Ich dachte, ich sehe gerade Reittier. Ich dachte, ja, wir können jetzt ein Reittier craften. Nein, natürlich nicht. Sachen fürs Reittier. Fürs Reittier kann man craften. Ja, fürs Reittier, Till. Very interesting what you want to do here with Reittier. Your Reittier is very good. Ja, aber ich würde mal sagen, das Reittier ist jetzt zu Ende, denn wir haben hier Ende Gelände. Oppel, oppel, Reiter. Er fällt dann scheiße. So, Brennholz. Ja gut, dann nächstes Mal skippen wir die Jahreszeit, ne? Es ist auf jeden Fall schon hier rum, ne? Ja. Von einem wunderschönen Lagerfeuer mit Stämmen davor. Ja, das. Genau, da können jetzt die Leute sitzen. Ja, mach ich. Ui. Ja, wir sind auf jeden Fall super eloquent in Sachen Mode. Wir haben genau den gleichen Schlüssel an. Dass wir nicht, dass wir nicht gefroren haben, ne, im Winter, ist auch irgendwie ganz speziell. Ja. Dafür gab's die Fackel. Ich meine, guck mal die Hose. Aber jetzt haben wir offenbar, wir müssen jetzt echt ist in der Produktion Gas geben, heißt also anbauen, ne? Riesenfelder bauen, mit alle aufs Feld beordern und dann, ja, oder selbst bauen. Wenn wir die Reputation dann steigern, dann können wir uns die ersten Landwirte holen. Ja. Das ist auf jeden Fall das Nächste. Da können wir Kleidung für alle haben, die da ein bisschen wärmer sind und dann wieder. Gut, die Häuser habe ich jetzt abgegradet, ne? Mit Stein. Aber. Schön aus. Das Problem ist in der ganzen Sache, guck mal, die Fenster, die sind immer noch undicht. Die werden auch nicht dicht. Aber man kann, glaube ich, Vorhänge kaufen. Toll. Aber ja. Dann würde ich sagen. Die auch so viel Brennholz, weißt du? Ja, ja, klar, logisch. Aber wir haben keinen Kamin, das ist doof, ne? Nee.
Würde man sagen, sehen wir uns wieder nächste Runde. Nächste Woche wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie wir es jetzt hinbiegen sollen. Oh, dann war es das für heute. Bis dahin. Haut rein. Tschüssi.